Also ich schreibe. Da Frank, ich bin dabei, alles gut. 1, 2, 3, perfekt. Spanisch ist Vino Tinto, Rioja, ja. Unamas. Unamas. Vino Tinto. Mira. Wir bauen hier überall noch auf, es wird gearbeitet an der Hochschule, dann die Kreise eingehängt. Rechts zum Beispiel haben wir den Kettenflieger, also neben den spektakulären Attraktionen, die wir den Leuten zeigen, kann man natürlich den ganzen Reihen von Klassikern, die auf unserem Familienfest auf gar keinen Fall sehen dürfen. Dann gehört der Wellenflieger dazu, da gehören natürlich die ganzen Kindergeschäfte dazu und wir haben den Mix als Familienfest natürlich auch mit Imbiss, Zuckerwatte und so weiter. Also alles, was man sich wünschen kann. Ja, das ist wahr. Auch schon die Mülleimer, die haben heute unsere Ehrenamtlichen ausgefahren, mit Hilfe auch der Schaustellerjugend. Wir rühmen uns ja, das sauberste und sicherste Volksfest Deutschlands zu sein und tun da auch alles dafür, dass wir das so beibehalten können, diesen Ruf. Und da sind die Mülleimer ein Teil davon. Wir haben auch neue Toilettencontainer, die hatten wir uns letztes Jahr angeschafft, weil auch das ein wichtiges Thema ist. Also ich denke, hier sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Gut, was ist das? Auf der Direktor von der Wiese, wo? Den Regentenhofer rüber, beim Deutschen Bahnhof, und dann rüber, runter zu Bett. Rechts haben wir ein Kindergeschäft. Einen Klassiker, man kann schon sagen, fast eine Antiquität. Nicht wegzudenken, weil hier eben viele Eltern, Großeltern mit ihren Enkeln oder Kindern kommen und sich erinnern, dass sie früher selber hier schon gefahren sind. Und wir freuen uns, dass dieses Geschäft nach wie vor bei uns gastiert. Der Aufbau ist da ungleich schwerer als für so ein modernes Geschäft tatsächlich. Man mag es ja glauben, aber man muss hier wirklich noch Brett für Brett auflegen und das dauert eben ungleich länger als so ein Geschäft hydraulisch einfach hochzufahren. Wir gehen jetzt auf das Bierdorf zu, wo uns der Krusig erwartet und zeigen Ihnen damit eine neue Gastronomie, die letztes Jahr zum ersten Mal gastierte hier, diesmal wieder dabei ist und Sie herzlich willkommen heißen möchte. Herr Krusig, wo ist er denn? Da ist er. Kommen Sie zu uns. Schön. Wunderbar. Ich darf das Mikro, wenn Sie alle da sind, auch gleich übergeben. Dann kann der Herr Krusig ein bisschen was über sein Bierdorf erzählen. Also zum ersten Mal scheint heute die Sonne, wunderbar. Sie dürfen gern Platz nehmen, Getränke nehmen zu sich oder bestellen, was Sie möchten. Ansonsten, Sie kennen uns, jeden Tag Benz auf der Bühne. Was soll ich Ihnen noch erzählen? Anlügen möchte ich Sie heute nicht. Wir hoffen, dass es wieder hält. Vor allen Dingen, dass es vielleicht mal etwas wärmer wird. Weil jede Nacht haben wir Frost, jede Nacht sind die Wasserleitungen zugefroren. Jeden Morgen tauen wir wieder auf. Ansonsten gibt es nichts Neues. Nur, dass wir etwas geschrumpft sind. Haben Sie irgendwelche Fragen? Keine? Dann können wir zum gemütlichen Teil übergehen. Ja,
Bei der Gelegenheit darf ich nochmal auf den spanischen Abend zurückkommen. Wir haben ja ein paar Damen da in Flamenco-Kostümen.